Ja, ich bin das wieder. Das ist ein Nachtrag wegen die Kommentare. Ja, ich weiß, der kleine Mixer, der bringt nichts. Ich habe noch so einen großen Mixer. Werde ich euch mal zeigen. Na, groß ist er nicht, aber der kommt aus Deutschland. Mit denen kann man das machen, weil er auch Eis bearbeiten kann. Das ist dieser noch. Aber der klein und den könnte ich auch noch benutzen, wenn der andere verreckt. Deswegen habe ich auch keinen Tefal gekauft. Damit habe ich schon Probleme gehabt. Zwei Geräte, die halten nicht lange aus. Deswegen habe ich auch den Philips gekauft mit 1000 Watt und der andere 1200 Watt. Die können was ab, besonders der Mixer, weil er auch Eis schreddert und alles. Ein Glück, dass ich den aus Deutschland mitgenommen habe. Ich hätte mal den anderen mitnehmen sollen. Das Rührwerk, der war auch besser und auch teurer. Aber ja, das ist mal eben mal so. Viele haben immer gesagt, kriegt man in Thailand gekauft. Ja, viel Schrott, das ist das Problem. Oder du musst mehr bezahlen. Deswegen kaufe ich auch später nach und nach immer größere Geräte. Erstmal wieder ein Rührwerk, der kostet 23.000, das ist ein 15 Liter. 20 Liter wollte ich haben, aber der ist mir zu schwer, mir hoch und runter zu tragen. Ja. Und so einen kleinen Tischkutter, ja, da fängst du mit schon mit 30, 38.000 Watt an, aber für Eigenbedarf langt das erstmal. Wenn das Geschäft gut läuft, dann kaufe ich mir auch einen kleinen Tischkutter, dann will ich auch einen gebrauchten kaufen. Gibt es auch, da muss ich dann eben nach Bangkok fahren, da gibt es einen Laden, wo man gebrauchten kaufen kann. Ja, dann kommt wieder die Frage mit dem Schinken. Ja, Schinken und Salami ist schlecht hier zu machen. Wegen die Luftfeuchtigkeit in Europa kein Problem, aber man kann sich einen Weinschrank kaufen oder einen Garschrank, damit man das dann hängen lassen kann länger. Ja, das ist das, aber kostet auch mal Geld erstmal. Und das nötige Kleingeld habe ich zwar, aber ich tue nicht investieren, nur für meinen eigenen Bedarf und was ich extra ein bisschen verkaufe. Wenn das Geschäft läuft, dann kann ich auch mehr investieren. So investiere ich jetzt. Totes Kapital, nachher läuft das nicht und keiner will mein Geschäft übernehmen. Ich hoffe, dass das meine Schwiegertochter, dass er meine Stieftochter das übernehmen würde später, wenn das anläuft. Und dann kann sie auch die Geräte übernehmen. So lohnt sich kein großes zu kaufen. Ich habe Wolf gekauft, ich habe Wurstpresse gekauft. Ich habe meine Eismaschine mitgenommen, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Schmeckt wunderbar, mein Eis, besser als wie das gekaufte. Nur die Sahne ist hier ein bisschen so teuer. Ja, dann habe ich ein paar andere Sachen mitgenommen. Vakuumierer habe ich mitgenommen und so meine teilweise ein bisschen Bürosachen, was meine Frau jetzt benommen sind: Buchbinder und hier den Folien, Schweißgerät. Ja, das habe ich mitgenommen und so. Und meinen alten Computer. Ja, und meine guten Pötte habe ich mitgenommen und teilweise auch meine gute Edelstahl, weil hier Edelstahl und in Europa ist ein großer Unterschied der Edelstahl. Und da bin ich froh, dass ich die mitgenommen habe, meine Pötte. Das sind Kupferböden, Pötte, die sind arschteuer, aber ja, nur viele können das nicht mit gut umgehen hier. Ja. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das auch alles mitgenommen, meine Haushaltsgeräte, dann hätte ich das weniger Probleme gehabt wie jetzt. Ja, ich weiß, der Mixer bringt nicht viel, aber so, wenn ich so mal halben Kilo Wurst mache, dann ist er gut, aber mehr auch nicht, das weiß ich selbst. Dann bringe ich den Genick um. Das habe ich schon mit dem Rührwerk gemacht, da habe ich das schon kaputt gekriegt durch ein Fleisch, das waren 1,5 Kilo. Da hat er nur 5 Minuten gemerkt, kaputt. Ja, das ist Tefal. Und oh, den habe ich ja nicht mal einen Tag gehabt. Einmal benutzt, habe ich schon den Knopf in der Hand. Dann geht er 3 Monate zur Reparatur, kommt wieder, wollte einen Kuchen backen, wieder einen Knopf in der Hand gehabt, aber gesagt, jetzt ist Schluss, kein Tefal. Ja, ich hätte auch einen guten kriegen können von Tefal, aber so ein Mixer ein bisschen größer, aber ich halte von der Firma nicht. Und das sagen sie auch schon selbst im Laden. Viele Kunden kaufen den Philips, weil der Tefal sind nicht viele begeistert in Thailand. Ja, ich muss das so glauben und
auf dem Geld kommt nicht an, aber 38.000 zu investieren oder 30.000 für ein Gerät, da muss man sich erstmal überlegen. Ja. Ich habe mir heute eine Waschmaschine gekauft, die kostet 49.000, aber Samsung hat ja Promotion gehabt, so ungefähr, damit man Geräte wieder verkaufen kann. Gebe ich mein alten Gerät in Zahlung, wie ein Fernseher oder eine alte Waschmaschine, egal was es ist, bekommst du 3.000. Ja, ich habe einen alten Fernseher bei Schwiegermutter stehen, der ist sowieso kaputt. Ein Glück, dass ich ihn nicht weggeschmissen habe. Ja, haben sie ihn eingetragen. Ja, da kriegen wir dann schon mal 3.000 da drauf, weil das runtergerechnet. Der hat Philips Promotion gehabt. Da wird nochmal 10.000 abgerechnet. Und dann kommt noch das 5% auf Home Pro Card, was meine Frau hat. Ja, so haben wir dann nur 25.000 für eine Waschmaschine bezahlt. Das ist eine 16 Kilo Samsung Modell 2023 und mit Wi-Fi und Smart, Think Smart heißt das, kann viel machen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn sie den kaufst, der kostet schon 18.000. Ich sagte, wenn er da schon die 7.000, das ist kein Problem, das sind 200 mehr. Und aber du hast es mal einen größeren Trommel, du kannst dann die King-Zeitdecken mitwaschen und fast trocknen und so. Und dann hat er auch noch so eine Box, wo du Flüssigwaschpulver reinmachen kannst und Weichspüler. Weil das kannst, brauchst du nicht immer nachfüllen, der nimmt so viel, wie das will, was er an Wäsche hat, der denkt ein bisschen nach. Und habe ich gesagt, das wollen wir erstmal testen, habe ich Weichspüler gekauft, ich nehme immer Pulver, Pulver muss, geht rein und dann, jetzt will ich mal sehen, wenn er auch wirklich spart mit Weichspüler und Flüssigwaschpulver. Da steht laut nach Gebrauchsanweisung 4 Waschgänge, dann ist das leer. Ja, und dann habe ich auch gefragt, das war ja ein Teil, was er eingestellt hat, kriegt man das auch in Englisch? Ja, dann hat er es auch in Englisch gezeigt, wie man es einstellt. Und er hat gesagt, ja, das ist auch kein Problem für mich auf Englisch. Aber wenn Sie mich glücklicher machen, dann muss das auf Deutsch sein, habe ich gesagt, ja. Nee, das Hand hat er nicht. Aber ich sage, ist auch kein Problem. Aber die Gebrauchsanweisung, ist die auf Deutsch? Nee, die ist Englisch und Thai und Chinesisch. Habe ich gesagt, oh, das ist kein Problem, ich kann ja Englisch. Und Waschmaschine kann jeder bedienen. Wenn nicht, dann kannst du das reingeben, dann kannst du es aus dem Internet holen, die deutsche Anleitung. Ja, ich habe es auch, bevor ich das kaufe, habe ich erstmal Testberichte gelesen, wie der gut ist. Der soll sehr gut sein und so. Ja, für den Preis kann man das schon sagen. Und da habe ich gesagt, okay, guck nicht auch wegen die 5.000, 6.000 Baht. Die kostet vorher 49.000 und jetzt musst du 30.000 bezahlen plus den Rabatt und das andere darunter, dann zahlen wir 25.000, das sind 7.000 mehr. Da sage ich, das ist nichts. Sage ich, erstmal hast du größer und dann, der ist gut. Und die Farbe schwarz, nicht mehr weiß, wie alle Waschmaschinen. Ich hasse das auch. Ja. Habe ich zu meiner Frau aus Jux gesagt, so, jetzt habe ich wenigstens eine Fleischtrommel, wo ich das Fleisch bearbeiten kann, schmeiße ich rein. Da habe ich gesagt, und mache das auf 600 ja, Schleuderprogramm. Da habe ich gesagt, nee. Da habe ich gesagt, nein, ist Spaß gewesen. Aber der Witz kommt noch, wenn die denn liefern. Da steht ja drauf, denk intelligent, think smart, ist das auf Englisch. Und dann werde ich mit ihm so tun, wenn er redet, dann rede ich mit ihm. Und dann sage ich, nee, der ist nicht smart, der ist genauso wie jeden anderen, den will ich verarschen, wie ich das mal in Deutschland gemerkt habe. Der hat auch blöd geguckt und hat mir darüber geschnallt, was ich damit meinte. Ja, so ist das denn. Ja, meine Leute, ich weiß, ich war ja auch krank und so, aber das, was ich abgenommen habe, das ist kein Problem. Ich habe eine Lungeninfektion gehabt und so, da waren Bakterien drin. Und das ist ja raus. Ich muss ja Medikamente nehmen. Ja, meine Lunge ist auch nicht gut durch das Rauchen. Deswegen habe ich das aufgegeben. Und ja, jetzt bin ich wieder auf dem normalen Stand. Aber die Rückenschmerzen, die gehen nicht weg. Ich habe ein bisschen zu viel gearbeitet. Ich bin kein Mensch, der da sitzen kann. Ich muss was tun. Aber ich habe mich schon zurückgedreht. Aber man merkt, dass je älter man wird, je mehr. Nur die Schmerzen.
Und die Thermadol-Tabletten, die bringen nichts. Habe ich ja schon 15 Jahre genommen. Nur Opiate kriegt man nicht. Ich habe ja Palexia gehabt, das sind amerikanische Opiate. Und die kriegst du nicht hier. Ich habe die in Deutschland gekriegt, 100 Milligramm. Hier geben sie ja nicht mal 1 Gramm. Da geben sie mir Thermadol. Habe ich gesagt, die kann ich schlucken, da kann ich sagen, da kann ich eine Packung schlucken ungefähr. Da kann ich höchstens schlafen, mit, da merke ich nicht. Aber es hält mal wenigstens eine Stunde bis eineinhalb Stunden die Schmerzen nach. Nur jetzt muss ich ein bisschen warten, bis die Schmerzen wieder weg sind, dann kann ich wieder ein bisschen machen. Und wenn mein Räucherofen fertig ist, deswegen sage ich ja auch Ende des Jahres oder Anfang des Jahres, dann werde ich das machen. Hier kriegt man schlecht Leute, die gut arbeiten. Ich bin nicht keiner, ich sehe mir zwar ein bisschen an, aber der Junge, man muss immer dabei sein. Wir waren heute den ganzen Tag unterwegs und ja, hat zwar perfekt gearbeitet, hat das geleistet, aber nicht 100%, sagen wir mal 75%, ja. Aber ich sag ja nichts. Und das ist nur weniger, dass ich tue, denn ich kann das ein bisschen auffüllen. Ich habe immer gesagt, ein bisschen höher, weil das, wenn das regnet, sagt das nach. Ja, und das muss ich jetzt ein bisschen auffüllen, damit es nicht nachts sagt. Ja. Ja, meine Leute, das ist mal so. Ja, mir geht soweit gut. Meine Frau sagt, ich darf gar nicht sterben vorher. Ja, das Haus ist noch nicht fertig. Da habe ich gesagt, ach so, ich soll so lange leben, dass ich das, wenn das Haus fertig ist. Weil viele sagen, ich habe einen guten Geschmack und das ist auch der Baustil. Ja, ich überlege auch, ich komme ja von Construction und ich habe viele Häuser gebaut und so. Und lernen tue ich. Ich sage immer auch, in Deutschland ist das nicht perfekt und hier in Thailand ist nicht perfekt. Aber die Arbeiten, was sie teilweise machen, die Nachbesserung, habe ich auch gesagt. Einmal hat mir das gelangt, die hören ja nicht auf mich, wie ich das am besten kann. Und so, ich habe gesagt, wie man es machen kann. Weil da kleine Haarrisse sind im Putz und jetzt mache ich das selbst. Die stellen mir die Farbe nicht ganz, ich muss Tutu bezahlen. Ja, wenn das knapp 2 Jahre alt ist, das Haus, und du streichst wieder nur die Felder, wo du das machst, sieht nicht aus, muss alles neu machen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich mache jetzt einen Raum für Raum, mache ich das. Und das sind kleine Sachen, auch außen werde ich das viel besser machen. Und dann werden sie es auch sehen, wie ich das meinte. Und dann vielleicht lernen sie die Erfahrung, was ich habe, zum Weiterzugeben. Ja. Ich habe zu ihr auch gesagt, stellen Sie mich ein als Objektleiter, dann haben Sie keine Probleme. Aber dann suche ich meine Leute selbst aus. So wie in Amerika habe ich eine gute Kolonne gehabt, das waren alles Mexikaner oder Südamerikaner, wo man sagen, nicht nur Mexikaner, Salvador und Chile, Peru, konnte ich gut zusammenarbeiten. Und die haben sich auch gewundert, dass ich mit anfasse, wo sie sagen, du hast das nicht nötig. Da habe ich gesagt, soll ich stehen und euch arbeiten? Zweitens, je schneller es fertig ist, bekomme ich Prämien. Natürlich, und das war jeder scharf. Und ich habe auch die Leute gut behandelt. Ich habe auch ein Essen mal bezahlt und so. Habe ich auch wieder gekriegt vom Chef, sonst hätte ich das auch nicht gemerkt. Ich hätte es auch so gemacht. Ich habe auch schon mal ausgegeben in Amerika. Wie das heißt, behandelst deine Leute gut, sind sie gut zu dir. Und das muss ich in Thailand auch machen. Und deswegen bin ich nicht mehr gern, das macht meine Frau. Ja, das ist das Schöne. Meine Frau ist penibel mehr. Ich habe mir gesagt, das sind Mängel, da kannst du nichts. Das ist mal so. Erstmal, wir haben hier eine Hitze, die ziehen das Wasser viel raus. Und das sind dann nur Putzrisse. Ich habe gesagt, die arbeiten ja nicht so wie wir in Deutschland, nass auf nass. Hier warten sie immer, bis das trocken ist. Es ist zu trocken und dadurch existiert die Risse. Das ist das Problem. Sonst nicht der Stein, dann wird der Riss viel, viel breiter, habe ich gesagt. So, das sind Putzrisse nur und mehr auch nicht, oder Setzrisse, aber das ist normal. Das hat jeder auch in Deutschland und so, deswegen sage ich nichts. Und so, ich habe auch schon viele Häuser in Deutschland so gesehen, von Bekannten, wie sie gebaut haben, wo ich aufgepasst habe. Da habe ich schon mehr gesagt
Und dann sage ich auch, das sind Mängel, das sind noch Normbereich und so. Und die hören auf mich. Ja. Ja, meine Leute, das ist das mal. Ich fange jetzt an, meine Brühe zu machen, damit ich morgen das Fleisch reinpacken kann. Dann kann das auch durchziehen. Die Brühe will ich auch richtig durchziehen, weil ich die Knochen erstmal schmore. Weil ich die Brühe will ich nachher auch so abfüllen, dass ich, wenn ich das brauche für eine Soße, habe ich schon die Brühe. Und so kann man das alles wieder verwenden. Eine Gemüsebrühe mit Schweineknochen, richtig. Die habe ich angeschmort erst. Das ist ja uninteressant zu machen. Weil dann, wenn ich das jetzt den Knochen rausnehme und das andere mache für die Pfälzer Leberwurst, grobe, dann da mache ich ein Video darüber. Und dann, wenn das alles fertig ist, so mit einem Tag lagern, damit es fest wird und so, dann könnt ihr sehen, auch wie die Zwiebelmettwurst, die muss einen Tag auch liegen, um röte zu werden. Dann mache ich das sehr schön, wie auf dem Foto, dass man so ein Foto machen kann. Und dann könnt ihr sehen, wie das ist, der Anschnitt und wie das nachher auf dem Brot aussieht. Nur die Würstchen, das werde ich gleich zeigen, wie das ist. Ich mache Hähnchenwürstchen, Nürnberger, weil Nürnberger und die Thüringer sind fast das gleiche, nur ein bisschen Gewürze anders, nur ist es kleiner. Das werde ich dann machen. Ja, und dann werde ich mal versuchen, dann morgen Abend, das ist ja Meteoriten, zu sehen. Dann muss ich dann einen Zeitlupenreffer einstellen. Ich hoffe, das geht gut, damit ihr es mal sehen könnt. Das sieht man nur in Thailand, ganz Thailand, wenn klarer Himmel ist. Ich hoffe das. Nur heute ist das so draußen ein bisschen mit Gewitter vom Weiten und sehr schwüle Luft. Und ich hoffe, dass das morgen kein Regen und keine Wolken sind. Damit das mal schöne Aufnahmen sind, ihr werdet euch wundern. Ich habe einen Lehrer, der wohnt in Udom. Wolfgang ist ein Astronom, ein Physiker und der ist sehr gut, er versteht mich. Von dem habe ich viel gelernt. Er sagt auch, du lernst schnell. Ja, danke Wolfgang. Ich bin nicht ein Dummer, aber ich lerne gerne zu und nehme Tipps an. Das ist das. Ja, wenn was mich interessiert, das lese ich auch, da zeige ich auch Interesse. Das ist das Schöne. Aber erzähle nicht viel Stoß. Ja, meine Leute, so ist das. Die mich ein bisschen kennen, da sind viele YouTuber, die kommen privat und die kenne ich auch persönlich jetzt so ein bisschen über ein halbes Jahr. Ja, das ist einer, der kennt euch auch viele, der und so, der lebt in Hua Hin. Mit dem komme ich schon seit 3-4 Monaten gut zurecht, glaube ich, ist das, oder? Ja, ich glaube das so. Und der kommt auch zu Besuch und wir können auch ihn besuchen und so. Ja, da kenne ich noch andere hier auch. Ja, das ist mal alles, meine Leute. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Heute habe ich ein bisschen mehr gemacht. Dafür mache ich morgen die meine Würstchen. Da habe ich wenig Zeit, weil das den ganzen Tag kostet für meine Zeit. Ja, dann meine Stieftochter muss dann auch die Küche sauber machen, wieder fettfrei. Viele Geräte wieder zu sauber zu machen. Ja, morgen ist in Thailand Muttertag. Ja, da fährt meine Frau einen halben Tag zu ihrer Mutter und gibt mir ein kleines Geschenk ab. 1000 Baht. Oder ein bisschen mehr, die wird sich freuen und bringt den alten Fernseher mit, dass wir das eintauschen können wie eine Waschmaschine. Die ist kaputt. Ein Glück, dass ich es nicht weggeworfen habe. Ja. So, meine Leute, das ist erstmal und ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich bekomme ich mehr Abonnenten. Es läuft zurzeit gut, aber ich bringe immer was. Viele sagen, es ist besser geworden. Ja, ich hoffe, es ist auch besser. Dann bis nächstes Mal. Ciao, euer Sigi aus Thailand.